Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum SCB Verse Report. Es ist jetzt eine Woche her, da ist die Star Citizen Alpha 3.0 ins PTU gekommen und damit für eine ganze Menge mehr Backer verfügbar, die jetzt auch darüber berichten können und die jetzt auch erzählen können, was sie da so für Inhalte sehen. Das habe ich mir gleich mal zum Anlass genommen, weil wir auch eine spezielle Woche haben bei Star Citizen, nämlich die Anniversary Week, die Jubiläumswoche, hier den SCB Verse Report ein wenig insofern zu verändern, als dass ich nicht verschiedene Clips heute habe mit verschiedenen Episodenausschnitten, sondern ein durchgängiges Let's Play sozusagen im Hintergrund. Das ist einfach nur eine Aufnahme, ungeschnitten von einer ganzen Mission. Mal sehen, wie weit wir kommen innerhalb dieses Reports hier. Und das wird jetzt so mich im Hintergrund begleiten. So, und damit hört mir jetzt keiner mehr zu. Das ist auch ganz gut so. Aber alle anderen können auf jeden Fall gerne noch mir zuhören und den Dingen berichten, die jetzt so vorgefallen sind. Als erstes natürlich in unserem Hot Topic geht es um die Alpha 3.0. Wie ist der jetzige Stand? Wir haben eine Woche geschafft. In dieser einen Woche wurden etwa 4 bis 5 neue Builds released. Eine genaue Zahl habe ich nicht. Es ist so etwa meine Schätzung jetzt, wie ich mitgezählt habe. Das bedeutet, fast jeden Tag kam ein neuer Build, der uns manchmal Verbesserungen, manchmal Verschlechterungen in bestimmten Fällen gebracht hat, aber sicherlich jedes Mal irgendwelche Art von Veränderung mit sich brachte. Aktuell sind beim PTU dabei die Evocati-Tester sowie die sogenannten Premium-Tester, also die Leute, die quasi fast Evocati geworden wären, aber eben noch nicht in dieses Kontingent reingezählt haben, sondern jetzt dazugekommen sind, also sehr engagierte Citizens, die viel Zeit im Issue Council verbringen. Dann sind die Subscriber dabei und die Concierge-Status-Bäcker, die sind auch mit eingeladen. Weitere Wellen, die jetzt bisher, also um noch weitere Wellen freizugeben, haben sie noch nicht bisher bekannt gegeben, wann das passieren soll und in welcher Form. Da warten wir noch drauf auf diese Information, aber wir wissen, dass es auf jeden Fall mit an der Stabilität hängt. Und das kommen wir auch gleich nochmal da drauf innerhalb des Hot Topics. Wir haben auf jeden Fall von einem etwas holprigen Start zu berichten. Letzte Woche Donnerstag ging es ja los. Da wurden dann erstmal die Leute eingeladen, die sozusagen Premium-Tester sind. Einen Tag später kamen dann die Subscriber und Concierge-Member dazu und damit ging erstmal gar nichts. Damit waren anscheinend die Serverprotokolle so überlastet mit den verschiedenen Spielerprofilen, dass ein ständiger Code-Error auftauchte, der sich dann 15.0006 schimpfte und der im Grunde genommen jeglichen Spielzugang zerstört hat. Das haben sie dann relativ schnell innerhalb von einem Tag gefixt und von da aus immer wieder mal Hotfixes aufgespielt auf die Server und eben in den neuen Builds drin. Und das bedeutet, dass wir sozusagen eine Reihe von konstanten Bugs haben, die jetzt nach und nach auftauchen und dann im Issue Council behandelt werden. Das sind sehr unterschiedliche Bugs, die zum Beispiel sowohl im Gameplay als auch in der Performance irgendwo hängen, als auch immer wieder neu auftretende Schwierigkeiten oder Probleme, die dann sich vielleicht mit dem nächsten Patch wieder verändert haben oder verbessert haben und andere sind dafür dazugekommen. Die Performance ist hierbei extrem unterschiedlich und das ist auch so ein bisschen das, was man überall sehen kann, wenn man bei YouTube und Twitch so guckt. Die kann von Server, zu Client und auch zu persönlichen PC-Setup zu Setup völlig unterschiedlich sein und mal sehr gut, mal sehr schlecht, mal kann man wirklich hervorragend spielen und dafür stürzt man nach 10 Minuten ab. Mal ist es so, dass man eher eine schlechtere Performance hat und 8 bis 12 FPS, aber dafür 1,5 Stunden auf dem Server ist. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Auslastung gerade ist und was da sonst noch mit reinspielt. Ich weiß es tatsächlich nicht alles, was es genau für Details sind. Aber Anfang der Woche begann dann eine Serie, wo man sieht, womit sie gerade kämpfen, nämlich da ging es um die Stabilität des ganzen PTUs und wir haben jetzt am Anfang der Woche die Schwierigkeit gehabt, dass wir seitdem immer wieder kurzzeitig es zu Crashes kommt im Spiel. Das heißt, wir haben selten die Möglichkeit, momentan im PTU lange auf einem Server zu bleiben. Das heißt, auch wirklich mal länger als vielleicht 20 Minuten das Spiel zu spielen, ohne dass es zu einem Server-Crash kommt. Meistens passiert es dann vorher. Bei geringer ausgelasteten Servern, wie zum Beispiel den australischen Servern, wenn da tatsächlich Nacht ist, da kann es zu einer längeren Spieldauer kommen und es kann es klappen, dass wir länger im Game bleiben können, aber dafür haben wir da in der Regel relativ schlechte FPS und Performance und das ist so ein bisschen das Problem, womit gerade gekämpft wird. Der letzte Patch jetzt am Donnerstag, das ist ja jetzt hier in unserer Aufnahme Stand Freitag alles, der letzte Patch am Donnerstag brachte einige FPS-Verbesserungen, das hat man gemerkt, also seitdem konnte man, wenn man spielen konnte, relativ gut und flüssig spielen, bis auf Micro-Lags und ähnliches, was immer noch Problem ist.
Aber dafür war es eben so, dass wir immer noch die Schwierigkeit haben, dass das Spiel alle 10 bis 15 bis 20 Minuten abstürzt. Und das muss natürlich korrigiert werden. Das kann jetzt mit dem Wochenende und wenn ihr auf YouTube diese Episode seht, am Samstag schon wieder ein bisschen anders sein. Das ändert sich hier nämlich Tag zu Tag und deshalb ist es auch sehr, sehr schwer, sowohl für CIG als auch für jetzt Tester, die schon engagiert dabei sind, irgendwelche Prognosen abzugeben. Denn hier kann sich von Tag zu Tag und von Build zu Build alles Mögliche verändern. Jetzt aktuell im Build sind Stand, wie gesagt, Freitag sind zum Beispiel keinerlei Waren im Spiel drin. Wir haben weder Waren, die man kaufen und verkaufen kann, noch haben wir Dinge, die wie Rüstungen und Waffen, die schon mal drin waren, die sind alle wieder weg, auch die Kleidungsstücke. Das wird anscheinend nochmal überarbeitet und kommt dann zum späteren Zeitpunkt nochmal. Daran sieht man, diese PTU-Phase wird sich sicherlich noch hinziehen ein wenig. Die Entwickler reagieren schnell und CIG ist tatsächlich sehr hinterher, aber es wird noch ein bisschen brauchen, bis das Ganze so weit ist, dass man es wirklich groß präsentieren kann. Und da kann ich nur jedem empfehlen, der jetzt eingeladen ist, geht in den Issue Council, überwindet euch, euch da ein bisschen einzufuchsen. Es geht eigentlich, wenn man es einmal begriffen hat, sehr, sehr einfach. Und ich kann nur sagen, ich persönlich finde momentan da die Beteiligung noch echt zu gering. Also ich bin da täglich drin und ich bin da täglich am Reporten und ich muss ehrlich feststellen, dass das, glaube ich, gemessen an den Leuten, die jetzt Zugang haben, zu wenige nutzen, ist nur ein Gefühl von mir und ich will jetzt hier auch niemandem irgendwie angucken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das könnte noch ein bisschen mehr Engagement vertragen und darum möchte ich es jetzt einfach nur hier an der Stelle mal ein bisschen nach draußen bringen und ein bisschen dazu aufrufen, dass ihr das macht, denn das macht wirklich einen Unterschied. Auch wenn ihr selber Bugs im Spiel findet, wo ihr sagt, ey, das ist jetzt schon seit 2 Builds so, es ist immer noch kaputt, warum machen die da nichts? Ja, es kommt tatsächlich auch mit darauf an, dass sie gemeldet werden und dass sie auch hochgevotet werden. Also, mein Aufruf an euch, beschäftigt euch dran, denn das ist aktuell der Sinn, wenn man jetzt hier Alpha-Backer ist und Zugang hat. Es ist noch nicht das Gameplay-Erlebnis, das kommt vielleicht hoffentlich später, aber auch da werden wir noch ein bisschen drauf warten müssen. Jo, weiter geht's dann und zwar natürlich mit unseren Weekly Updates. Da war ganz viel los bei Around the Verse diese Woche. Wir hatten nämlich Anniversary Week, das heißt die Jubiläumswoche von dem Start der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne 2012. Das jährt sich jetzt zum 5. Mal und das bedeutet, wir hatten diesmal wieder eine kleine Feierwoche, die natürlich auch von dem Anniversary Sale begleitet ist. Diesen Anniversary Sale haben sie sozusagen etwas unterteilt in einzelne ATV-Episoden, kurze Specials, zu den jeweiligen, passend zu den jeweiligen Herstellern, die an dem Tag gefeatured werden. Oder natürlich entsprechend erweitert um eine Shipshape-Episode, die dann auch nochmal auf einzelne Schiffe dort ja, nochmal einen genauen Blick wirft und mal guckt, wo sind die denn alles. Ich erfasse euch diese vielen großen Videos mit sehr viel Informationen zum Teil, wo die Entwickler sehr ins Detail gegangen sind, hier an der Stelle nur kurz zusammen in das Allerwichtigste und das ist schon eine ganze Menge. Denn wir haben jetzt Folgendes gelernt und zwar für die Leute, die es also noch nicht wussten, wir haben die Schiffsentwicklung in verschiedene Dinge kategorisiert und das will ich am Anfang einmal kurz vorstellen und erzählen. Wir haben also die Kategorien Design, Konzept, Whitebox, Greybox, Final Art und Flight Prep. 6 Kategorien in dieser Reihenfolge. Es geht von links nach rechts sozusagen, wenn ihr natürlich am Bildschirm sitzt, von rechts nach links. Also Design, Konzept, Whitebox, Greybox, Final Art und Flight Prep. Werden jetzt die Schiffe sozusagen grob kategorisiert. Das unterteilt sich dann in dieser groben Kategorie natürlich noch in sehr, sehr viele kleine einzelne Arbeitsschritte, die in den Videos und den Around the Verse Specials auch alle mal abgebildet wurden, zumindest einmal grob, damit man sehen kann, was sind das eigentlich alles für Steps, die sie da machen müssen. Und dann wurden da einzelne Schiffe, und zwar eine ganze Menge Schiffe dort in Updates behandelt und das gehen wir jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Also die Terrapin zum Beispiel, Anvil, ist in der Final Art Phase, das heißt, wir erinnern uns, die 6, ne, das ist die hier, die geht in Richtung Flight Prep, ist also relativ nahe dran, fertiggestellt zu werden. Flight Prep sind nochmal die letzten Änderungen, die so passieren und wo es noch das Schiff nochmal wirklich dann für das Spiel fertig gemacht wird. Die Carrack ist am Ende der Greybox Phase es macht sich auch sehr, sehr gut. Da müssen noch einige Dinge getan werden, damit es dann von dort aus in die Final Art gehen kann. Ist auch ein relativ großes Schiff. Die Reclaimer hat das schon erreicht. Die ist bereits mitten in der Final Art Phase und ist ein relativ großes Schiff. Da sind viele jetzt Dinge schon ausgestaltet, muss aber auf jeden Fall noch seinen Weg in die Flight Prep finden. Die Javelin ebenfalls Final Art Phase, also relativ weit am Ende der Kette. Da muss man sagen, dass sie so groß ist, dass sie quasi mit ihren unterschiedlichen Sektionen die gesamte Final Art Phase mit allen ihren Untersektionen abdeckt. Das heißt, verschiedene Teile
Teile, Brücke, Konferenzräume, Engine Room, was auch immer, sind in verschiedenen Stadien, aber alles zusammen ist in der Final Art Phase. Der Cyclone ist ebenfalls Final Art, allerdings noch am Anfang dieser und ist noch relativ weit vorne, hat quasi gerade die Greybox abgeschlossen. Die Banu Merchantman ist noch relativ weit entfernt, die ist nämlich noch zwischen Design und Konzept, also ganz am Anfang der Kette, denn da geht es jetzt darum, vor allem den Banu Style Guide auszuweiten von der Defender, die es ja schon gibt, bis hin eben zu der Banu in der Merchantman, die halt sehr, sehr viel größer ist. Außerdem muss man sagen, dass da noch größere Änderungen vorgenommen werden an dem Schiff. Das heißt, es wird an sich größer und es wird tatsächlich Dinge drin enthalten und die werden jetzt implementiert, die vorher nur angedacht waren, wie zum Beispiel einen eigenen Bazar, eigene Shops da drin, die man einrichten kann. Also das wird auf jeden Fall groß, allerdings dadurch ist es noch Design- und Konzeptphase. Die Origin 600i ist in der Greybox-Phase. Die ist das jetzige Flaggschiff von Origin und zwar für alle Origin-Schiffe. Das heißt, das, was dort gebaut und entwickelt wird, das wird für den Style Guide dann dienen, um die anderen Origin-Schiffe zu bauen oder auch zu überholen. Und das bedeutet, hier haben wir jetzt also eine Greybox, die noch sehr viel sucht, die noch sehr viel Design zusammensetzt und dann, wenn sie fertig ist, dann wird sich das auf die gesamte Origin-Reihe übertragen. So zum Beispiel die 890 Jump. Die ist momentan im Concept-Whitebox-Phase, das heißt so zwischen 2 und 3. Das bedeutet, die hält ist aber gerade on hold, das heißt, da passiert gerade nichts weiter, weil die darauf warten, dass die 600i mit ihrem Art-Design fertig wird und damit das dann übernommen werden kann und die Bauteile schon passen. Ähnliches übrigens, das ziehe ich mal kurz vor, bei der 300er-Serie, die wissen wir ja, braucht schon dringend oder wartet schon lange auf ein Redesign. Die, also 300i zum Beispiel, 315p, 350r und so weiter, die sind ebenfalls auf dieser Stufe und sind aktuell in der Designphase. Das heißt, noch ein bisschen vor der Whitebox und warten auf das 600i-Design. Also warten darauf, dass das fertig wird und dann kann das da losgehen und hoffentlich relativ schnell, weil es dann nur noch umgesetzt werden muss. Und da werden die Schiffe gerade in der Designphase für vorbereitet. Ja, weiter ging es dann mit der Crucible und die ist am Anfang der Whiteboxing-Phase. Jetzt sind wir also hier in quasi Phase 3. Sorry, das war's. Anfang der Whiteboxing-Phase, das heißt, das Schiff nimmt langsam Formen an. Die Eclipse ist jetzt Greybox Complete, die hat die Greybox-Phase abgeschlossen und wartet jetzt darauf, Ressourcen zu kriegen, in die Final-Art-Phase zu gehen. Wir haben noch die Vanguard-Varianten, da warten wir auch schon eine Weile darauf, wie es da denn aussieht. Da fehlen uns ja noch die Sentinel- und die Harbinger-Variante. Die sind momentan in der Design-Phase, das heißt, sie sind noch relativ am Anfang, im ersten Schritt, denn hier geht es darum, dass die an das neue Modul- und Variantensystem angeglichen werden. Das heißt, die Schiffe darauf angepasst werden, wie das später auch untereinander austauschbar sein soll. Das ist ja das, das sind ja die Combo-Packs der Battle-Kits. So, wir haben ansonsten noch das Mustang-Redesign, was auch nochmal Erwähnung finden sollte. Da geht es nämlich in die Greybox-Phase jetzt, beziehungsweise sie sind in der Greybox-Phase. Und dort wird das Redesign so angepasst, dass es jetzt eben einen Style-Guide von Consolidated Outlands ergibt. Das zusammen mit der Pioneer hat eben dazu geführt, dass die Mustang ein Redesign erfährt. Da sind sie schon relativ weit, weil eben der Style Guide durch die Pioneer schon sehr stark beeinflusst ist und da werden sie das Ganze jetzt angleichen. So, wir haben es auch fast geschafft. Es sind eine Menge Schiffe heute, ich habe es euch gesagt vorher, aber wir kriegen dafür endlich mal vollständige Informationen und hier an einer Stelle zusammengefasst. Wir haben noch die Constellation Phoenix, die ist jetzt als Edel- und Luxusmodell der Constellation-Reihe im Ende der Whitebox-Phase. Das heißt, die wird gerade evaluiert. Reicht es schon für die Greybox oder eben noch nicht? Dann haben wir ebenfalls die Orion. Sehr wichtig, sehr groß inzwischen ist jetzt das Bergbauschiff am Ende der Whitebox angekommen. Das heißt, auch da wird jetzt bald geguckt, ist sie bereit für die Greybox und die wird wirklich groß. Die ist also tatsächlich deutlich gewachsen und ist jetzt ein tatsächlich Endgame-Mining-Schiff, wie sie selber sagen. Wir haben noch den Ursa Rover. Der ist jetzt am Ende der Flight-Prep-Phase und genauso wie die Misk Prospector ebenfalls am Ende der Flight-Prep-Phase ist. Das heißt, ganz am allerletzten Schritt, bevor es dann wirklich ins Game geht, live, ist sie jetzt im PTU, der Rover sowohl wie die Prospector. Und zum Schluss haben wir noch die Hull C, die ist jetzt in der Final Art Phase, das heißt, da geht es auch ganz gen Ende zu und ist jetzt dann das Flaggschiff der Hull-Serie. Das heißt, alles, was man da gebaut und gelernt hat bei der Hull C, wird jetzt auf die anderen Modelle Anwendung finden, sodass die relativ schnell auch nachgefertigt werden können, die Hull A, Hull B und Hull D und Hull E, die wir noch
haben. Ja, das ist das noch. Zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt am Freitag fehlt uns noch Drake. Das kommt dann heute Abend noch, beziehungsweise wird dann schon online sein, wenn ihr die Episode auf YouTube seht. Das werden wir gerne noch nachholen, was da für Informationen kommen. Aber das jetzt war ja schon mal eine ganze Menge. Ja, wir haben es alles mal rausgesucht. Dann habe ich noch eine Meldung für euch, die wir auf jeden Fall mit einbringen wollen, auch wenn es mehr ein Hinweis ist. Es gibt die Möglichkeit aktuell für alle, die im PTU sind, theoretisch das Alpha 3.0 PTU offline zu spielen. Das bedeutet nicht, sich auf den Server einzuloggen, sondern es gibt da eine Möglichkeit, die kann man rausfinden im Internet, wie man das Ganze offline spielt. Es hat den Vorteil sicherlich, dass die FPS-Zahlen deutlich besser sind. Es ist ein sehr stabiles Spiel dadurch, dass man eben nicht mit anderen interagiert. Wir wollen darauf hinweisen, weil das ist durchaus hier in der Community gerade unterwegs, dass es dieses Gerücht gibt. Es ist theoretisch kein Gerücht, es ist einfach so, dass es das gibt. Wir selber hier stellen jetzt keine Anleitung dafür zur Verfügung. Wir selber machen das auch nicht, weil man rein technisch gesehen damit gegen die Nutzungsbedingungen von RSI verstößt. Das muss also jeder selber wissen, ob er das machen will oder ob er das machen sollte. Theoretisch ist es eben so, dass man das von der CISG-Seite nicht wünscht. Dementsprechend richten wir uns danach und machen das auch nicht so, machen das nur online, was wir aufnehmen. Wenn es halt dann leckt, dann leckt es eben, dann ist es eben so. Und wenn es abstürzt, dann müssen wir es nochmal drehen. Hat man ja dann in den Livestreams auch schon öfter gesehen. Ansonsten, wenn es euch dann interessiert, das Thema, guckt mal auf Reddit und YouTube auch. Es machen genug Leute da draußen. Ich glaube auch nicht, dass CAG da irgendwie wirklich gegen vorgeht. Ich wollte es nur als Hinweis hier stehen lassen. Ansonsten haben wir noch den Anniversary Sale. Der geht jetzt noch bis 4.12. Das heißt, bis Montag, den 4. Dezember, ist sozusagen der große Schlussverkauf zum Jubiläum des Starts der Kickstarter-Kampagne vor 5 Jahren. Das war ja 2012, als es da losgeht. Und da sind natürlich eine ganze Menge Schiffe wieder im Verkauf. Fast alle, muss man sagen. Sogar die 890 Jump hat es wieder in den Verkauf geschafft. Idris Javelin waren dabei. Und 2 neue Concept-Chips, nämlich die Anvil Hawk und die Aegis Hammerhead. Beide sind jetzt neu auf dem Markt. Die Hawk, ein einsitziges Kopfgeldjägerschiff, also für den Lone Wolf, der eben allein auf Kopfgeldjagd geht. Im Gegensatz zu der Aegis Hammerhead, ein Multicrew-Schiff für 9 Personen roundabouts, die dann außerdem eine riesige Auswahl von Türmen und Waffen in der Hand haben, um nämlich zum Beispiel andere Großkampfschiffe wie die Idris oder die Javelin eben zu verteidigen. Also ein echtes Kampfschwein. Wir haben dazu natürlich Videos gemacht, könnt ihr euch gerne angucken. Und es gibt dann außerdem noch die Climb Licenses. Das muss man sagen, ist ein viel diskutiertes Thema. Dazu haben wir auch ein Video gemacht, um das mal zusammenzufassen. Und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, das Video, was fast die meisten Kommentare bei uns hat. Zumindest in so kurzer Zeit gesammelt hat. Ganz irre. Da gibt es auf jeden Fall viele Meinungen zu, denn es gibt ja jetzt das Land zu kaufen während des Anniversary Sales. Zumindest die Lizenz, um irgendwo Land zu kaufen. Bewirtschaften zu können. Das wird jetzt im Verkauf. Das ist jetzt im Verkauf drin und das könnt ihr euch sozusagen auch nochmal angucken. Wie gesagt, vielleicht das Video schauen und dann überlegen, ob der Sale noch irgendwo für euch von Interesse ist. Denn ja, er kommt einmal im Jahr, aber dann dauert es auch wieder eine Weile, bis die Schiffe wieder in den Verkauf kommen. Gut, ja, dann kommen wir zum Abschluss noch zu den Videos. Und zwar hatten wir natürlich jede Menge Videos wieder draußen zum Alpha 3.0 PTU in Form von Let's Plays, in Form von Let's Play Guides, in Form von Berichterstattungen über den Sale und so weiter. Ich möchte euch da an der Stelle einfach 2 Playlists ans Herz legen. Und zwar einmal unsere Alpha 3.0 Star Citizen PTU Playlist. Da sind sowohl alle Let's Plays hintereinander drin, die das Gameplay zeigen. Das heißt vom ersten Flug von Port Olisar nach Levski bis hin zu den Missionen, die wir dann gespielt haben, oder auch den wichtigsten Locations, die wir da als Let's Play gemacht haben, sind die alle drin. Außerdem natürlich Dozer und Weezen mit ihren Schiffsguides und die erstellen die ganzen neuen Schiffe vor, die jetzt mit der 3.0 reinkommen. Und gerade deshalb kann es ganz interessant werden, weil natürlich da auch die anderen weiteren Videos dazu kommen und wenn sie insbesondere die Framerate und die Performance besser wird, dann sieht man das dann durchaus in den Videos auch ganz gut. Ja, kann ich euch nur ans Herz legen, guckt da mal rein. Ansonsten haben wir auch noch eine neue Playlist angelegt, jetzt für alle Concept Sales und Q&As. Das ist natürlich während des Sales jetzt vielleicht noch ganz interessant, sich nochmal anzugucken, was da so online gegangen ist. Das ist auch das Video mit den Claims.
Claim Licenses drin oder eben das zur Anvil Hawk und zur Aegis Hammerhead. Ja, großartig. Von da aus komme ich noch zum Abschluss zu unseren Livestream-Terminen. Die haben wir natürlich auch wieder und da geht es jetzt weiter am Sonntag. Das ist dann der 3.12. ab 19.30 Uhr. Wie gewohnt mit dem Dozer als Host zum Star Citizen Let's Play Sunday. Da gucken wir wieder natürlich in die ins Alpha PTU rein und gucken mal, was wir da diesmal so anstellen können und ob uns vielleicht die Server etwas gewogener sind als jetzt zuletzt am Donnerstag. Mittwoch geht's dann los und da ist dann unser Crash Academy Nikolaus Special am Nachmittag. Für alle, die früher aus der Schule kommen am Nikolaustag, gucken wir mal, ob ihr eure Stiefel poliert habt und ob wir vielleicht eine kleine Überraschung für euch haben. Mal schauen. Da geht's dann ab 14.30 Uhr los und auch nochmal mit Star Citizen, aber da ist dann wie gesagt Nikolaustag. Dann nochmal kommenden Freitag hier, gleiche Stelle, gleiche Welle wie jetzt auch aufgenommen. Ab 17.30 Uhr wird der Verse Report live auf Twitch aufgezeichnet und danach gibt es noch eine Q&A-Talkrunde oder ein bisschen Gameplay, je nachdem, worauf wir dann Lust haben. Ja, soviel also dazu. Das war der SCB Verse Report. Jetzt, ihr habt gesehen, ich trage jetzt gerade meine Kiste dort hinten in die Freelancer rein. Damit ist sozusagen die Mission abgeschlossen. Denn was ich danach mit diesem Müll mache, das bleibt mir selbst überlassen. Den kann man eigentlich theoretisch dann verkaufen, das ist der Sinn der Sache. Aber ja, in diesem Fall war die Mission also erfolgreich. Und ja, das war also von meiner Seite alles. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euer Zuschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr uns abonniert auf YouTube, wenn ihr uns natürlich auch gerne abonniert auf Twitch. Das könnt ihr übrigens kostenlos machen, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid. Ansonsten kann ich sagen, dass ich mich sehr freue über die ganzen neuen Patreons, die dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns da auch unterstützt. Ab $1 im Monat ist das möglich und es hilft uns wirklich sehr, sehr weiter. Und wenn ihr natürlich Meinungen und Kommentare habt, dann hinterlasst die gerne unter dem Video, genauso wie eure Likes und eure Dislikes dazu. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck. Sawyer out.